Etwa 8 Monaten fand in Jena eine durchaus illustre Klimatagung statt unter dem Titel 200 Jahre Klimastation Jena. Eine Station, die in der Innenstadt liegt heute, damals etwas am Rand Jenas gelegen hat und die zu den wichtigen Thüringer Stationen gehört. Und dort trat ein Vortrag auf im Programm mit Autorinnen, von denen wir alten Hasen und Häsinnen noch nie gehört hatten. Und dieser Vortrag hat uns durchaus sehr beeindruckt. Und dann habe ich mich erdreistet, die Autorinnen zu fragen, ob sie nicht am heutigen Tag oder am gestrigen Tag die Möglichkeit hätten, nach Annaberg zu kommen, um diesen Vortrag auch hier zu halten, zu unserer Bereicherung. Und sie haben sich erfreulicherweise dazu bereit erklärt. Nun trifft es sich so, dass in diesen Tagen an sächsischen Gymnasien überall die Abiturprüfungen und so weiter und so fort laufen. Und das hat was mit den beiden Autorinnen zu tun. Und dennoch ist eine der beiden, hat den Weg hierher gefunden, die andere ist unterwegs krank geworden. Und wir werden jetzt Summer in the City, Klimawandel in Jena hören. Und ich freue mich, Julia Fleischmann begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen hier vorne. Und wenn man auf irgendein Knöpfchen drückt, dann wirst du auch sofort deine Präsentation hier sehen. Ja, also vorerst vielleicht noch meine Freundin, also meine eigentliche Mitreferentin ist krank geworden. Es ist ihr leider nicht möglich, heute aufzutreten. Sie hat eine sehr schlimme Erkältung, deswegen haben wir einen Ersatz gefunden. Vielen Dank dafür. Und wir versuchen den Vortrag bzw. den Teil von Juliane natürlich trotzdem so gut wie möglich umzusetzen. Der Klimawandel ist eine ganz besondere Herausforderung für uns Menschen, weil er ein Nebeneffekt des Wohlstandes ist, also all dessen, wonach wir über Jahrzehnte gestrebt haben. Mehr Luxus, mehr Bequemlichkeit, mehr Konsum wurden durch moderne Techniken und die Ausbeutung von Ressourcen tatsächlich ermöglicht. Doch jetzt zeigt sich, dass die damit einhergehenden Folgen der Existenz unseres Lebensraums bedrohen. Mit diesem doch sehr treffenden Zitat von Professor Dr. Hans Schellenhuber möchte ich den heutigen Vortrag zum Thema Summer in the City, Klimawandel im Raum Jena, beginnen. Ja, zuerst möchte ich Ihnen das Projekt, an dem meine Partnerin und ich über ungefähr 2 Jahre gearbeitet haben, vorstellen. Also wir haben im Rahmen einer Seminarfacharbeit gearbeitet. Danach werde ich etwas zur Historie der Klimastation im Schillergässchen Jena sagen und auch zur Auswertung historischer Messdaten. Danach wird mein Partner etwas über die zukünftige Temperaturentwicklung im Raum Jena sagen und deren Auswertung. Dann werden wir noch zu einem weiteren Schwerpunkt der Arbeit kommen, nämlich der Auswertung von Temperaturkenntagen und unserem besonderen Augenmerk, der den Hitzetagen gegolten hat. Und am Ende werden wir noch ein Anwendungsfeld besprechen, nämlich das Gesundheitswesen. Ja, wir wurden bei unserer Seminarfacharbeit, die ungefähr über 2 Jahre ging, von der Thüringer Klimaagentur, der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie betreut. Wir werteten langjährige, kontinuierliche und historische Messdaten von 1824 bis zur Gegenwart aus, die auch als Grundlage unserer Arbeit angesehen werden können. Wir brachten unsere Untersuchungsergebnisse in den Kontext zu dem sich vollziehenden Klimawandel und haben sie ausgewertet und aktuelle Klimaprojektionen verfügbare Regionalmodelle hinsichtlich der zu erwartenden klimatologischen Entwicklungen für die Stadt Jena untersucht. In einem ersten Schritt sollte die Geschichte der Jenaer Klimastation im Schillergässchen anhand wissenschaftlicher Publikationen aufgearbeitet werden. Deren 200. Geburtstag war Anlass einer Festveranstaltung im September 2013. Wir haben die Wiederaufnahme des regulären Messbetriebes 1813 der Initiative Herzog Karl August und seines Ministers Johann Wolfgang von Goethe zu verdanken. Durch ihr frühes Interesse an kontinuierlichen meteorologischen Beobachtungen konnten bis heute auf Grundlage dieser langjährigen Datenreihen
zuverlässige Wettervorhersagen gemacht werden. 1813 folgte der Auftrag Goethes und des Großherzogs, die Sternwarte in Jena zu errichten, als Anbau an das Schillerhaus. Bis heute konnten sich Klimafachleute durchsetzen, den Standort dieser Wetterstation zu erhalten. Denn seit 1889 sind kaum Veränderungen in der Umgebung der Messstelle erkennbar, weshalb eine Verlegung unangebracht wäre. Im Schillergässchen in Jena befindet sich mit der Klimastation des Deutschen Wetterdienstes eine meteorologische Rarität. Kontinuierliche Datenreihen über einen Zeitraum von 200 Jahren. Sie stellen das wichtigste Kriterium für verlässliche Aussagen über Klima und die Erforschung von Klimaveränderungen dar. Und sie ermöglichten uns längerfristige Aussagen über die Veränderung und die Entwicklung des Klimas zwischen 1824 und heute zu treffen. Im Rahmen unserer Facharbeit über historische Messreihen und Zukunftsszenarien der Klimawandel im Raum Jena wurden die kontinuierlichen, langjährigen historischen Messreihen bis zur Gegenwart hin ausgewertet. Die Untersuchung beinhaltete unter anderem die Analyse von Monats- und Jahresmittelwerten für den klimatologischen Leitparameter Temperatur. Dieser wurde hinsichtlich der Extremwerte untersucht. In einer weiteren Phase der Arbeit sind aktuelle Klimaprojektionen verfügbarer Regionalmodelle ausgewertet worden. Die zu erwartenden Auswirkungen, Chancen und Risiken des Klimawandels wurden exemplarisch an einem betroffenen Handlungsfeld untersucht. Unsere statistische Auswertung erfolgte mit Hilfe über Dekaden und 30 Jahre gebildeter Jahresmittelwerte. Anschließend wurden deren Minima und Maxima verglichen. Diese Abbildung, die Sie sehen, zeigt die extremsten Monate bezüglich der Monatsmitteltemperaturen. Um die Extrema besser einordnen zu können, wurde die Grafik um die Monatsmitteltemperaturen unseres selbstgewählten Vergleichszeitraums von 1971 bis 2000 ergänzt. Dieses Diagramm zeigt die höchsten und die niedrigsten in Jena über den Untersuchungszeitraum gemessenen Monatsmitteltemperaturen. Die Spanne der minimalen und maximalen Monatsmitteltemperatur reicht beispielsweise im Februar von ca. minus 11 Grad Celsius im Jahr 1929 bis ca. 7,5 Grad Celsius im Jahr 1990. Dies entspricht einer Differenz von rund 19,3 Kelvin. Im Juli reicht diese Spanne von ca. 15 Grad Celsius im Jahr 1844 bis ca. 23,5 Grad Celsius im Jahr 2006. Dies entspricht einer Differenz von 8,5 Kelvin. Die aus den gemessenen Tageswerten berechneten Jahresmittelwerte der Temperatur waren eine Grundlage für die Rangfolge der kältesten und wärmsten Jahre. Unsere Auswertung bestätigte unter anderem, dass auch in Jena die Dekade von 2001 bis 2010 die wärmste seit Beginn der Messungen war. 5 der 10 wärmsten Jahre mit Durchschnittstemperaturen von 10,4 Grad bis 11,1 Grad Celsius liegen zwischen 2000 und 2011. Diese Abbildung zeigt die gemessene Entwicklung der Jahresmitteltemperatur zwischen 1824 und 2012 im Raum Jena. Der lineare Trend der Jahresmitteltemperaturen von 1901 bis 2010, hier als gestrichelte Linie dargestellt, ergibt die Zunahme der Jahresmitteltemperatur in diesem Zeitraum um rund 1,5 Kelvin. In den letzten 30 Jahren stieg die Jahresmitteltemperatur im Raum Jena bereits um 1,1 Kelvin. Das 30-jährige gleitende Mittel beschreibt die Zunahme der Jahresmitteltemperatur ebenfalls deutlich. Die Temperaturzunahme der letzten 50 Jahre ist ungefähr doppelt so hoch wie die der letzten 100 Jahre. Der Anstieg der globalen Jahresmitteltemperatur in den vergangenen 100 Jahren liegt bei rund 1,5 Kelvin. Der Gesamtanstieg der Jahresmitteltemperatur für die Stadt Jena beträgt rund 2 Kelvin. Aufgrund dieser Auswertungen kann eindeutig von einer signifikanten Veränderung des klimatologischen Leitparameters Temperatur zwischen 1824 und 2012 im Raum Jena gesprochen werden. Bei der Auswertung historischer Messdaten und Klimaprojektionsdaten lag der Schwerpunkt auf der Klimagröße Temperatur und, wie bereits gesagt, auf einer Reihe von daraus ableitbaren Temperaturkenntagen.
Zur Charakterisierung der Entwicklung in der Jahreszeit Winter wurden Frost- und Eistage ausgewählt. Für den Sommer fiel die Wahl auf Sommer- und Hitzetage. Ein Hitzetag oder auch heißer Tag oder auch veraltet Tropentag ist ein Tag, an dem die Tageshöchsttemperatur in 2 Metern Höhe den Wert von 30 Grad erreicht oder übersteigt. Damit fällt ein heißer Tag automatisch in die Kategorie Sommertage. Für die Auswertung der historischen Messreihen war die Zunahme der Anzahl der Hitzetage zwischen dem Beginn der Aufzeichnungen und 2012 um etwas mehr als das Doppelte zu verzeichnen. In den vergangenen 100 Jahren erhöhte sich die Anzahl der Hitzetage um die Hälfte, von ca. 9 Tagen in der Dekade 1911 bis 1920 auf rund 17 Tage in der Dekade 2001 bis 2010. Die historischen Daten bestätigten unter anderem unsere Annahme, dass sich die Häufigkeit des Auftretens dieser Temperaturkenntage im Raum Jena bereits signifikant verändert hat. Die Veränderung der Auftrittshäufigkeit von Hitzetagen in unseren Auswertungen ist ebenfalls deutlich zu erkennen und hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Anwendung unserer Auswertungen im ausgewählten Handlungsfeld Gesundheitswesen. Doch neben den historischen Messdaten an der Klimastation Jena interessierte uns auch die Entwicklung von Temperatur- und Kenntagen in der Zukunft. Ja, an dieser Stelle wäre der Part von der Frau Pfannschmidt gewesen. Ist ja, wie Sie gehört haben, schon leider erkrankt. Und da wir von der Klimaagentur ja diese Seminarfacharbeit hier intensiv betreut haben, habe ich heute mal den Part übernommen, ein bisschen Rückenhalt zu geben und auch, ich sag mal, Ihnen die Ergebnisse zu zeigen, die hier die Frau Pfannschmidt gezeigt hätte. Sie werden mir hoffentlich nachsehen, dass es vielleicht manchmal nicht ganz so rund klingt, wie das eben gerade bei der Frau Fleischmann war, aber ich gebe mein Bestes. Ja, bevor jetzt die Ergebnisse, also in Klimaprojektionsdaten gezeigt werden, war es natürlich wichtig im Rahmen der Seminarfacharbeit auch so ein bisschen den Klimawandel und seine Ursachen aufzugreifen. Da ist natürlich, sind auf die aktuellsten Ergebnisse, die dazu vorliegen, auch zurückgegriffen worden. Also erstmal die Ursachen für den Klimawandel anhand des CO2-Ausstoßes hier auch mal darzustellen. Hat natürlich gut gepasst, dass da hier der 5. Sachstandsbericht des IPCC mit seinen wissenschaftlichen Grundlagen gekommen ist, um auch mal, sagen wir auch für Schüler natürlich auch mal zu zeigen, auch wie die Entwicklung in der Richtung ist, was die aktuellen Ergebnisse sind und wie immens doch der Einfluss wahrscheinlich durch den CO2-Ausstoß in Bezug auf den Klimawandel zu sehen ist. Also hier die aktuellen Daten. Dann war es natürlich bei dem Thema, wenn es um Hitze geht, also irgendwo um ein Extremereignis, auch mal ganz wichtig zu zeigen, was es da so weltweit gesehen doch für besondere Ereignisse in den letzten Jahren gab. Es ist eine Aufzählung, die Sie hier sehen, Ihnen sicherlich bekannt durch die medialen Darstellungen, Auswirkungen auch, was da so weltweit alles passiert ist, um auch mal hier zu zeigen, wie gravierend es doch ist oder wie wichtig es ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja, was wurde nun mit Klimaprojektionsdaten im Rahmen dieser Seminarfacharbeit unternommen? Sie sehen, dass hier ein regionales Klimamodell STARS vom PIC verwendet wurde, also die aktuelle Weiterentwicklung basierend auf dem globalen Modell ECHAM-6 und RCP-Szenario 8.5. Sind also dann auf der linken Seite zu sehen Tageswerte für den gesamten Zeitraum vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2100 gebildet worden. Es sind oben zu sehen 100 Modellläufe hier auch verwendet worden, dafür eben die Tageswerte berechnet und auf Basis dieser Tageswerte dann auch natürlich die angegebenen Tagesdurchschnittstemperatur, Maximum- und Minimumtemperatur. Und die waren natürlich dann die Grundlage, um die Temperaturkenntage, wie sie gerade die Frau Fleischmann erläutert hat, auch zu abzuleiten, also Sommertage, Hitzetage, Frost- und Eistage. Das immer als Dekadenmittelwerte und auch als 30-jährige Mittel. Das immer für alle 100 Modellläufe.
Die ganzen Werte sind dann natürlich hier, haben ziemlich großen Umfang angenommen. Man sieht hier natürlich sehr wenig in dieser Tabelle erstmal so. Beispielhaft mal für die Hitzetage hier dargestellt, welche Methodik der Auswertung angewendet wurde. Also dekadenweise wurden alle Mittelwerte und weiter unten dann auch die 30-jährigen Mittelwerte aufsortiert für alle 100 Modellläufe. Und aus dieser Gesamtheit der berechneten Hitzetage wurden dann natürlich Perzentile gebildet, 95. Perzentil, um praktisch auch sag ich mal, die extremen Werte herauszubekommen und anhand der Medianbildung dann auch weiter mit den Modellergebnissen in der ziemlichen Breite dieser gesamten 100 Läufe umzugehen. Diese Ergebnisse dienten dann dazu, die schon gezeigte Darstellung oder Grafik zu den historischen Messdaten zu verlängern, in die Zukunft zu verlängern bis 2100. Das ist hier zu sehen als Jahresmitteltemperatur, die rote Linie und grau dieser Perzentilbereich nochmal dargestellt, um auch die Schwankungsbreite hier abzubilden. Sie sehen natürlich auch deutlich, wie das sozusagen, je weiter wir in die Zukunft kommen, das auch deutlich nach oben geht. Aber das sind die Ergebnisse, diese Modellläufe mit den entsprechenden Modellannahmen. Aus den Medianwerten wurden dann die Anzahl dieser Kenntage hier dargestellt für einen Referenzzeitraum, also immer 30-jährige Zeiträume. Also Sie sehen, die Säulen sind dann die Medianwerte und am oberen Rand dann nochmal die Perzentildarstellung und das bezogen auf diese jeweils 30-jährigen Zeiträume ist natürlich hier sehr deutlich zu erkennen, wie auch vorher bei der Kurve schon, dass je weiter man in die Zukunft kommt, auch hier eine ganz deutliche Zunahme an diesen Kenntagen zu verzeichnen ist. Fokus war natürlich hier bei der Bearbeitung, weil es auch um das Handlungsfeld Gesundheit geht, bei den Hitzetagen als Untersuchungsschwerpunkt und auch weiteren Verwendungen für die Stadt Jena. Das ist nicht nur die Anzahl der Kenntage verändert sich, also in Richtung auch Zunahme, sondern hier mal auch dargestellt bestimmte Perioden, die hier abgebildet sind, also das sind einmal Hitzeereignisse, also definiert als zwei bis vier Tage, aufeinanderfolgende Tage, Perioden von Hitzetagen oder auch als Hitzeperioden, die dann fünf und mehr aufeinanderfolgende Tage darstellen. Hitzeereignisse hier die gelben Säulen und rot die Hitzeperioden. Um auch mal die Andauer dieser Ereignisse darzustellen, also nicht nur wie viele Tage gibt es da, sondern auch wie lange dauert dann so eine Periode, um auch irgendwo die Belastung, die Hitzebelastung natürlich auch deutlich zu machen. Zeigt sich ein ähnliches Bild einer deutlichen Zunahme. So, jetzt kann ich wieder übergeben. Ja, unter dem Aspekt der Zunahme an Sommer- und Hitzetagen, dem Gesamtanstieg der Jahresmitteltemperatur um 2 Kelvin und den ausgewerteten Klimaprojektionen sind die Anpassungen an die Folgen des Klimawandels im Raum Jena notwendig. Wir nahmen an einem Workshop im Rahmen des Projektes Gesundheitsförderliche Klimaanpassung in Jena, Status Quo und Potenziale am 13. Juni 2013 teil. Dieser diente uns unter anderem als Stoffsammlung und auch als Weiterbildung bezüglich einer unserer Themengebiete. Wir beschrieben die zu erwartenden Auswirkungen, Chancen und Risiken der Veränderung des Klimas an dem betroffenen Handlungsfeld Gesundheitswesen. Dabei ging unsere Auswertung bezüglich der Hitzetage über die Untersuchung der bereits vorhandenen Studie in der Jenaer Klimaanpassungsstrategie hinaus. Durch die steigende Anzahl der Hitzetage und die Jahresmitteltemperatur wird das Herz-Kreislauf-System stärker belastet. Dies führt zu einer steigenden Morbidität und Mortalität, vor allem bei kranken Menschen, Kindern und älteren Menschen. Die Zunahme der Sonnenscheindauer führt zu einer erhöhten UV-Exposition, was ein steigendes Hautkrebsrisiko bedeutet. Extremwetterereignisse bringen eine erhöhte Verletzungsgefahr und zahlreiche Todesfälle mit sich.
Die Begünstigung der Bildung bodennahen Ozons durch intensivere Sonneneinstrahlung und zunehmende Temperaturwerte spielen ebenfalls eine nicht unwichtige Rolle für die menschliche Gesundheit. Diese Folgen des Klimawandels bestätigen die Notwendigkeit des Vorsorge- und Anpassungsprinzips. Sowohl die im Untersuchungszeitraum gestiegene Temperatur als auch die Zunahme der heißen Tage um mehr als das Doppelte belegen diesen Aspekt für den Raum Jena. Verursachte gesundheitliche Schäden und Risiken sollten frühzeitig erkannt und minimiert werden, um für die Bevölkerung einen weitestgehenden Schutz vor möglichst allen Auswirkungen bieten zu können. Kindergärten, Schulen und Pflegeeinrichtungen müssen über eine lückenlose Trinkwasserversorgung besonders in den Sommermonaten verfügen. Bei körperlichen Aktivitäten wie zum Beispiel dem Schulsport oder dem Spielen müssen Kinder ausreichend vor starker Sonneneinstrahlung und somit UV-Exposition geschützt sein. Kleinkinder, ältere und erkrankte Personen sind oft nur bedingt selbstständig in der Lage, sich an Hitzevorkommnisse anzupassen. In diesem Falle müssen besonders an heißen Tagen und während längerfristiger Hitzeperioden Betreuungs- und Pflegepersonal zur Stelle sein, um lebenswichtige Unterstützung leisten zu können. Dringlich sind ebenfalls Fort- und Weiterbildungen des Fachpersonals im Raum Jena, um ausreichend Vorsorge zu bieten. Für eine gegenseitige Nachbarschaftshilfe muss ebenso geworben werden, um die Unterstützung auch unabhängig von zuständigem Pflegepersonal sichern zu können. Diese eben genannten schnell umsetzbaren und doch effektiven Maßnahmen sollten als Schutz der Bevölkerung vor klimabedingten Gesundheitsrisiken verstanden werden. Eine der wichtigsten und effektivsten Maßnahmen ist die grundlegende Information bzw. Aufklärung der Einwohner Jenas über den Klimawandel und Klimafolgen. Ja, mit dieser Folie möchte ich zu unserem Fazit kommen. Einerseits mit unseren Auswertungen konnte nachgewiesen werden, dass sich der Klimawandel in Jena bereits vollzieht. Historische Messreihen zeigen, dass die Temperatur im Raum Jena bereits stark angestiegen ist. Das Auftreten extremer Hitzeereignisse und deren Dauer wird sich in Zukunft weiter verändern. Die Folgen des Klimawandels müssen im Gesundheitswesen bewertet und gezielte Anpassungsstrategien in die Tat umgesetzt werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank für diesen sicherlich interessanten und in besonderer Weise die Annaberger Klimatage 2014 abschließenden Vortrag, der selbstverständlich jetzt zur Diskussion steht. Und ich sehe schon die erste Hand von Herrn Sommer. Bitte gehen ins Mikro, ja. Sonst die Übersetzer nicht. Danke. Ich habe zwei kurze Fragen, eine an Sie und eine an Herrn Reinhardt noch dazu. Die erste Frage, was mich nochmal genau interessieren würde, woraus ist diese Aufgabenstellung, die Sie jetzt vorgestellt haben, woraus ist die entstanden im Unterricht, aus welchem Fach, Projekt oder wie auch immer, das würde mich interessieren, wo haben Sie Unterstützung gehabt und von wem? Und Herr Reinhardt, an Sie nochmal die Frage, warum haben Sie jetzt hier für die Projektion Stars genommen? Wir bemühen uns gerade in Sachsen im Augenblick Rekis gerade auch an den Schulen unterzubringen. Da gibt es eine ganze Menge anderer Modelle noch dazu. Was war der Hintergrund, warum man so ein Modell gewählt hat und nicht aus Rekis was? Ich kann ja vielleicht erstmal anfangen. Also wie ich bereits gesagt hatte, es gab an unserer Schule die Seminarfacharbeit. Das ist sicherlich bei relativ vielen Schulen in Deutschland so üblich. Und diese Seminarfacharbeit beginnt in der 11. Klasse, sprich man arbeitet zu einem Thema bestimmte Aspekte raus, also ein Thema, das man sich selbst gesetzt hat. Dieses Thema wird begleitet von Konsultationen, von Fachkonsultationen, also man bekommt auch Unterstützung von der Schule, sprich es ist eine Arbeit über 2 Jahre, die sowohl in einer Facharbeit endet und in einem mündlichen Kolloquium in der Mitte der 12. Klasse und dient sozusagen einerseits als Vorbereitung auf das Studium, also als selbstständige Auseinandersetzung, tiefgründige Auseinandersetzung mit einem Thema und andererseits als Ausgleich dafür, dass wir kein 13. Schuljahr am Gymnasium mehr haben. Sie haben
In der 11. Klasse, am Anfang der 11. Klasse, genau, also genau 2 Jahre. Ja, die Unterstützung haben wir von der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie bekommen. Das hat sich angeboten, da sie ja auch in Jena sitzt. Und mit den Mitarbeitern haben wir dann auch Fachkonsultationen abgehalten, sprich uns zu diesem Thema unterhalten und haben dort auch die ganzen Diagramme erstellt, die Daten zur Verfügung gestellt bekommen vom Deutschen Wetterdienst. Ja. Ja, die Frage nach der Verwendung der STARS-Daten ist im Wesentlichen, sind das 2 Gründe. Das sind einmal pragmatische Gründe, weil wir die Daten aus einem anderen Projekt schon zur Verfügung hatten. Und der zweite Grund ist einfach, wir wollten hier mit neuesten Klimamodellergebnissen arbeiten. Und für uns natürlich dadurch auch die Gelegenheit, sagen wir, gewisse Erfahrungen damit zu sammeln. Also was bieten die neuen Ergebnisse und so weiter, wo landen wir da? Und das war natürlich auch irgendwo spannend für uns. Das waren eigentlich so die 2 wesentlichen Gründe. Ja. Wir haben in einem der Hauptvorträge gestern etwas über den besonderen Effekt von Klimawandel in urbanen Gebieten, in städtischen Gebieten gehört. Und da war eine Frage natürlich auch, inwieweit der Wärmeinsel-Effekt einen besonderen Effekt auf Datenreihen hat. Und es ist ja bekannt, dass er das zum Teil hat. Und meine Frage an dich ist, wie wurde das gegebenenfalls kompensiert oder wurde es nicht kompensiert? Seit dem Beginn unseres Projektes? Ja, für die Datenreihe. Für die Datenreihe. In der Datenreihe steckt ja unter Umständen ein wachsender Wärmeinsel-Effekt durch den höheren Energieumsatz in der Stadt, die einfach über die geschichtliche Entwicklung in den 200 Jahren normal ist. Ja. Ja, das Problem bei der Sache ist, dass ich ja für die historischen Daten zuständig war und Juliane für die zukünftigen Daten. Also in dem Sinne kann ich jetzt nur geringe Aussagen treffen. Nur in Bezug auf die historischen. Also wenn du vor 200 Jahren anfängst zu messen und hast die Stadt Jena in ihrem damaligen Status und die Stadt Jena muss gar nicht wachsen, aber lassen wir sie mal gleich groß, dann wird trotzdem der energetische Umsatz ansteigen pro Kopf. Und damit erhitzt sich diese Stadt und erzeugt einen internen Wärmeeffekt. Mhm. Und wie geht ihr damit um oder seid damit umgegangen? Also vielleicht kann ich an der Stelle antworten. Die Daten sind einfach so genommen worden, wie sie gemessen wurden. Okay. Also wir haben uns dann nicht damit beschäftigt, ob es da irgendwelche Einflüsse durch die Urbanisierung gegeben hat. Also man könnte es sehen, wenn man so die Datenreihe mal anschaut, wie das eigentlich erst zurückgegangen ist. Ich weiß jetzt nicht genau, ab 1824 ist dann schon so bis 1900 vielleicht so ein bisschen zurückgegangen und dann ging es sozusagen nach oben. Aber im Rahmen dieser Seminarfacharbeit haben wir das auch, ist das nicht untersucht oder irgendwie betrachtet worden. Vielen Dank. Gehört natürlich auch noch die kleine Eiszeitgeschichte mit dazu, aber ich sehe noch eine Meldung. Moment. Eine ganz einfache Frage, die haben Sie bestimmt auch schon öfter gehört. Jetzt war es ja eine 200-jährige Reihe, die eigentlich damit 200 Jahre wären, 1812 hätte beginnen sollen. Da waren die guten Vorsätze vom Kurfürsten und Goethe, die waren alle da. Aber dann hat es doch 10 Jahre gedauert. Sind die Daten verloren gegangen oder hat das ein bisschen länger gedauert? Die Daten weisen zu dem Zeitpunkt einerseits große Lücken auf, sprich sie hätten nicht aussagekräftig genug sein können, wie ab 1824, deswegen haben wir uns diesen Zeitraum ausgesucht. Und natürlich ist bestimmt auch die Frage, warum wir nicht 1820, sondern 1824 angefangen haben, auch aus demselben Grund, weil die Daten einerseits monatliche oder sogar Lücken im Zeitraum von 2 oder 3 Jahren aufweisen. Und deswegen haben wir 1824 erst begonnen. Also aus historischen Aufzeichnungen über die Klimastation ist hervorgegangen, dass es einerseits einfach nur fehlende oder abhanden gekommene Daten sind oder die Lücken, die so entstanden sind, über die gab es eigentlich für uns keine Aufklärung in der Sicht. Ja? Sie hatten in der Grafik einen Teil der Säulen schraffiert dargestellt. Und da habe ich mich gefragt, mit was das zu tun hat. Ja, das ist gut. Ob das Kriegseinflüsse waren oder weil das gerade die 41 bis 50.
Ja, das waren diese schraffierten Säulen haben wir aus dem Grund schraffiert, um darzustellen, dass in diesen Jahren Datenlücken vorliegen. Es ist ja notwendig, dies darzustellen, und genau in dem Zeitraum von 41 waren es eben kriegsbedingte Einflüsse, sprich Datenlücken sind entstanden durch Aufzeichnungen, die in dem Sinn nicht mehr möglich waren, weil die Klimastation in dem Zeitraum auch umgelegt wurde und die Klimastation in dem Sinne einen Aufenthalt für Soldaten dargestellt hat, sprich man konnte die Aufzeichnung nicht fortsetzen, oder auch durch die Kriegsunruhen verloren gegangene Aufzeichnungen. Ganz herzlichen Dank. Ich sehe jetzt keine Wortmeldung mehr. Dann möchte ich einen kurzen Kommentar noch loswerden, solange die beiden hier auf der Bühne stehen. In der nächsten Woche wird Julia ihr Abitur machen und die Juliane ist dann hoffentlich auch wieder gesund. Und ich glaube, das verdient nochmal einen ganz besonderen Applaus. Und natürlich alle guten Wünsche dafür. Danke.